Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoher Orbit um Protoss Heimatwelt, Ajua. Es tut mir jetzt wiederum wenig leid um Ajua. Ja, geht's noch weiter? Eine Cutscene. Ajua in Schutt und Asche. Aber ob das jetzt das Ende einer Ära war, das müssen wir noch herausfinden. Denn wir haben erst zwei Kampagnen beendet, von drei Stück. Jetzt geht es an die Protoss. Protoss-Kampagne, der Niedergang. Der Zerg Overmind hat Ajua, die Heimatwelt der Protoss, überrannt und sich tief unten in der Kruste des Planeten festgesetzt. Jetzt, da die Agenten des düsteren Overmind Chaos und Zerstörung auf der Oberfläche von Ajur verbreiten, bereiten sich die mutigen Protoss-Verteidiger auf den Ansturm vor. Erstschlag, Zitadelle des neuen Protoss-Exekutors, zwei Tage nach der Zerg-Invasion. Entaro Adun, Exekutor, ich bin Judikator Aldaris. Die Konklave hat mich zu euch geschickt, euch zu dienen und zu beraten. Der frühere Exekutor Trasadal hatte den Befehl, durch flammende Zerstörung aller verseuchten menschlichen Welten den Vormarsch der Zerg im terranischen Sektor zu stoppen. Unglücklicherweise missachtete er seine Befehle und versuchte, die Zerg zu zerstören und gleichzeitig die Terraner vor dem Feuer zu retten. Trasadal hat versagt. Das ist einwandfrei zu sehen. Ihr werdet nicht versagen. Die Konklave hat diktiert, dass unsere oberste Priorität in der Verstärkung unserer Verteidigung liegt. Ihr müsst unsere Außenposten in Antioch verstärken und sicherstellen, dass die Provinz nicht an die Zerg fällt. Euer alter Mitstreiter Prätor Phoenix wird euch dort treffen und bei eurer Unternehmung zur Seite stehen. Okay, wir haben klare Instruktionen erhalten. Unsere Ziele sind, treffen Sie Phoenix, ich nenne ihn Phoenix, gefällt mir besser, in Antioch. Zerstört die Zerg-Basis und Phoenix muss überlegen. Okay, dann werden wir mal starten. Okay, das ist unser Anfangstrupp. Berserker, starke Nahkampfeinheiten, machen insgesamt mit ihrem Psyklingen einen Schaden von 16, 2x8. Dragoner, wunderschöne Phasendisruptor mit 20 Schaden. Verteidigung 1. Ich glaube, sie haben auch... Ja, Verteidigung 1. Schilde sind jedoch auf 0. Muss erst abgegradet werden. Das ist erstmal das Wichtigste zu den Einheiten, glaube ich. Nochmal die Energie. 180 und 160. Das sind die ultimativen Power-Einheiten, meiner Meinung nach. Okay, ich bin schon wieder gerade links im Bildschirm gewesen. Ich muss es auch nochmal ausprobieren, ob ich wirklich da war und bin nochmal rüber. Und dann habe ich euch gesagt, das ist total sinnlos. Okay, das ist das Interface von den Dragonern. Hier sieht man das Interface von den Berserkern. Ich möchte ja die Protoss so präsentieren, wie es am besten... Ich mache es so, wie ich es gerne haben würde, wenn man es mir präsentiert, weil ich liebe diese Fraktion einfach. Okay, dazu auch nochmal gesagt, ich bin kein StarCraft Pro. Ich bin wahrscheinlich gerade mal Mitteldurchschnitt in dem Spiel. Aber trotzdem... So, wir werden von ein paar lächerlichen Zerg-Einheiten angegriffen.
Sag mal, was ist denn das? Habt ihr nichts Besseres? Wie wir sie zerfetzen mit unserem Ziegling. Okay. Aber Spaß beiseite. Wir haben vor kurzem noch Zergling gespielt. Wir wollen uns jetzt nicht über ihre Kampfkraft lustig machen. Ich habe selbst noch darüber gemeckert, wie overpowered die Protoss sind. Aber das gleicht sich im Preis wieder aus. Werdet ihr noch sehen. Auch in der Baudauer. Komm, haben wir den auch noch weg. Tadam, 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 tadam. Oh, ein Zergling. Wie süß. Bums. Okay, ein einzelner Zergling hat keine Chance gegen diese Einheiten. So, wir müssen hier zu Antioch, zur Position, die Stadt einnehmen. Beziehungsweise reaktivieren. So, hier wieder ein paar Zerklinge. Das ist kein Problem, solange die nur unsere Schilde beschädigen. So, Psy-Schilde. Das sind auch Psy-Schilde. Plasma-Schilde sind es, okay. Okay, genau, es waren Psy-Klingen bei ihnen. Und wen haben wir hier? Ah, Exekutor, Entaro Adun. Wie schön, euch wieder auf dem Schlachtfeld zu treffen. Okay, wir haben Phoenix gefunden. Leider gingen alle unsere Sonden während des letzten Zerg-Angriffs verloren und wir hatten nicht die Ressourcen, um sie zu ersetzen. Okay, die haben wir mitgebracht. Achtung, Robotsonden werden dazu benutzt, Gebäude heranzuwappen und Ressourcen zu sammeln und können an einem Nexus gebaut werden. Ja, das wissen wir schon. Das hätte ich euch jetzt erklärt. Also haben wir es nicht gewusst. Verdammt. Ja, wir setzen jetzt erstmal... Verdammt, da waren noch Einheiten. Egal, wir setzen jetzt... Eigentlich wollte ich hier zu Verteidigungszwecken Photonenkanonen bauen. Ohne die Sonden war dies aber leider nicht möglich. Okay, dann werden wir das für dich machen, Phoenix. Wir bauen hier eine Photonkanone. Setzen die... Wie heißen sie, verdammt? Ah, Dragona. Ich wollte noch die Augen zumachen, um es selbst herauszufinden, aber dann habe ich sie doch aus Versehen aufgemacht. Nein. Auf jeden Fall werden wir die hier als Verteidigung hinsetzen. In Position halten. Hier dasselbe. Okay. Um mit den Protoss Einheiten bauen zu können, um das Limit zu erhöhen, brauchen wir Pylonen. Diese liefern uns gleichzeitig... Ich habe nicht genug Mineralien. Okay, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall, diese haben einen bestimmten Umkreis, in dem sie Gebäude mit Strom... Ja, mit Strom, mit Energie versorgen. Diese Pylonen bringen uns aber auch gleichzeitig Nahrungsmittel. Ja, was heißt Nahrungsmittel? Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall, es bringt unser Essenslimit nach oben. So, das hier ist Phoenix. Seht euch das an, 240, 240. Die ultimative Kampfmaschine. Okay, Panzerung 2, Schilde 0, leider. Und Psy-Klingen 40. Okay, Unser Raumportal hat keine Energie. Wir müssen in seiner Nähe einen Pylon bauen. Okay, hier sieht man, was mit Gebäuden passiert, wenn sie keine Energie haben. Normalerweise können wir hier Einheiten bauen. Aber wenn es keine Energie hat, geht das ganz einfach. Wir bauen einen Pylon in seiner Nähe. Dazu haben wir einen Umkreis, den er mit Strom... Okay, ich hatte es auf jeden Fall in Erinnerung, dass wir den Umkreis sehen, den er mit Strom versorgt. Okay, den sehen wir dann erst, wenn er gebaut ist. Auf jeden Fall, man sieht hier, der Umkreis ist sehr groß. Reicht, wenn wir den hier bauen. Okay, muss nämlich nur ein kleines Stückchen da drin sein. So, die Photonkanone ist herangewarbt. 20, 20. So, wir werden jetzt nochmal die Zerklinge, die vor unserer Tür stehen, platt machen. Unter anderem mit Phoenix. Babam. Er zerfetzt alles einfach nur. Okay, ich habe gedacht, das wären mehr. Aber One-Hit, das ist schon wirklich schön. Naja, aber ich will jetzt nicht hier wieder durch... Obwohl, ich will durchrasen, weil wegen Starcraft 2 vor der Türe. Aber für heute war es das erstmal. Das sind schon wieder... Ja, bestimmt 20 Folgen, die ich heute fertig gemacht habe. Ich bin am Ende. Deswegen, wir legen noch ein Save an. Fuck, wie schreibe ich das denn jetzt dahin? Terraner ist doch viel länger. Protoss. Ja, kürzen wir ab. Prot. Prot. Kampagne. Mission. 1. Okay, wir sehen uns. Komm, Phoenix. Komm, auf den. Auf den. Bam! Okay, ach, ich liebe es, Phoenix. Okay, ich verabschiede mich bei euch. Phoenix verabschiedet sich auch bei euch. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du sagst irgendwas wie My Lord oder so, aber... Was soll's? Und guck mich nicht so an. Das macht mich nervös. Okay, bis zum nächsten Mal.